Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ihr Lieben, nach einem Tag Krankheitspause grüße ich euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Matthäus 17, Vers 8. Das ist eines der Highlights, einer der Höhepunkte in der Geschichte, die die Jünger mit Jesus hatten bis zur Kreuzigung, ganz wortwörtlich genommen. Jesus geht mit Petrus und Johannes und Jakobus auf den Berg. Er wird verwandelt und ihm begegnen Mose und Elia. Und es ist ja wirklich so ein geistliches Hocherlebnis. Und dann die Summe. Sie schauen auf und alles, was sie sehen, ist Jesus. Mose und Elia sind wieder weg und dieses herrliche Licht ist offensichtlich auch vergangen. Aber doch sehen sie alles, was wichtig ist. Denn ja, so wunderbar großartige Erfahrungen mit Jesus sind. Im Zentrum steht Jesus selbst. So wunderbar die Gaben sind, die Jesus für uns selbst. Das größte Geschenk, das er uns macht, ist er selbst. Und das, wonach wir uns ausstrecken können, ist seine Gegenwart, ist seine Nähe, ist seine Liebe, ist seine Wahrheit. Aber alles haben wir in ihm, in der Begegnung mit ihm. Und ich lade dich ein, immer wieder neu ihn zu suchen, auf ihn zu schauen. Es ist so leicht, sich ablenken zu lassen über Christliches, über Gemeindesachen, über theologische Fragen, über Erfahrungen und Prägungen und sonst was zu reden. Und das sind alles wertvolle Themen, klar. Aber am Ende des Tages, wenn wir unsere Augen aufheben, ja, lass Jesus das sein, was wir sehen. Lass uns auf ihn schauen, lass uns ihn suchen, lass uns ihm dienen, lass uns ihm folgen. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, für deine Wahrheit, für dein Licht. Wir danken dir, dass du uns nicht nur die Wahrheit gibst, sondern dass du die Wahrheit bist. Danke, dass du uns nicht nur den Weg zeigst, sondern dass du der Weg bist. Danke, dass du uns nicht nur Hinweise gibst zum Leben, sondern dass du das Leben bist und ja, die Liebe in Person. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen dich suchen, wir wollen dir folgen. Wir lieben dich, Herr Jesus. Amen.